Kennt ihr noch World in Conflict? Das ist eins der geilsten Echtzeitstrategiespiele der letzten Jahrzehnte und ich habe es als GameStar-Redakteur damals so gefeiert, dass mir die Entwickler mein eigenes Restaurant ins Spiel eingebaut haben. Es ist leider ständig explodiert. Jetzt endlich schickt sich ein neues Spiel an, in die Stiefelstapfen von World in Conflict zu treten. Wir haben hier ein Broken Arrow. Ein Broken was? Es ist der Code für eine verloren gegangene Kernwaffe. Ich weiß nicht, was erschreckender ist, dass wir eine Kernwaffe verloren haben oder dass es so oft vorkommt, dass es einen Begriff dafür gibt. Fun Fact, Broken Arrow war zu meiner Dienstzeit bei der Luftwaffe tatsächlich ein real existierendes Szenario. Aber nicht für den Verlust einer Kernwaffe, sondern für eine verunfallte Kernwaffe. Also zum Beispiel Atombombe vom Flieger abgefallen, liegt jetzt im Wald rum und strahlt. Ist ja scheiße, wenn du einen Urankern hast. Was aber geil ist, ist, wenn du Holzkern hast. Holzkern produziert wunderschöne Uhren, Schmuck und Accessoires wie diese Sonnenbrille aus Naturprodukten wie Stein, Edelmetallen oder eben Holz. Und ja, Uran ist irgendwie auch ein Naturprodukt, aber nein. Meine Holzkernuhr etwa ist in Teilen aus Schiefer gemacht. Also das Zifferblatt und hier so Teile des Gehäuses ist Schiefer. Und ihr seht aber auch schon allein an der Box, wie wertig das alles ist. Also bin großer Fan. Und meine Freundin auch, der habe ich von Holzkern eine Holzhandtasche geschenkt. Das habe ich vorher noch nie gesehen. Ein goldenes Armband, wo die Perlen zusammen mit den Goldsegmenten einen Morse-Code ergeben. Also da schlägt er das mein Soldatenherz höher. Und eine wunderschöne goldene Uhr mit Perlmutt-Zifferblatt. Meine Freundin ist Fotografin und hat diese Uhr dann auch gleich in einem Test-Shooting verwendet. Ihre Freundin, die sie da geknipst hat, hält die Uhr zwar verkehrt herum, aber kann ja die Uhr jetzt nichts für. Holzkern hat mittlerweile auch über 10 physische Stores in Deutschland und Österreich. Da könnt ihr also mal hingehen und euch die Produkte aus der Nähe anschauen und euch von der Qualität überzeugen. Aber richtig sparen, das könnt ihr natürlich nur hier. Denn mit dem Code Fabian15 kriegt ihr über den Link unter dem Video 15% Rabatt auf alle Holzkernprodukte und kostenlosen Versand. So, jetzt zurück von Holzkern zu Hartkern und Broken Arrow. Broken Arrow funktioniert in vielen Punkten recht ähnlich wie World in Conflict. Zunächst einmal gibt es nämlich keinen Basisbau und kein Ressourcenfarming. Stattdessen ordert ihr eure Truppen direkt aufs Schlachtfeld. Ihr startet ein Match mit 1000 Punkten und entscheidet euch dann, wie ihr die investiert. Infanterie kostet so und so viel, wenn die mit einem Hubschrauber geliefert werden soll, wird sie deutlich teurer, im Laster billiger, Panzer sind nochmal mehr Punkte wert und so weiter. Welche Einheiten euch zur Verfügung stehen, wählt ihr vor dem Match im Arsenalmenü aus. Aktuell ist Broken Arrow in einer offenen Multiplayer-Beta spielbar, da gibt es bislang nur die Russen und die Amerikaner. Im fertigen Spiel wird es mehr Armeen, mehr Truppenteile und natürlich mehr Einheiten geben. Im Army Builder gibt es nun 6 Truppenteile. Unter Recon Aufklärung findet ihr alle Einheiten, die besonders weit gucken können und dabei unauffällig unterwegs sind. Sichtweiten und Sichtbarkeit sind nämlich essentiell in Broken Arrow, aber dazu später mehr. Hier kann ich nun also insgesamt 1500 Punkte für Recon ausgeben und verteile die dann auf die unterschiedlichen Infanteristen und die Fahrzeuge, mit denen sie anrücken sollen. Ein Sniper-Trupp etwa ist nur zu zweit unterwegs, in einen Humvee passen 6 Leute rein, also könnte ich mit nur einem Humvee 3 Trupps bewegen. Ein Force Recon-Trupp indes besteht aus 6 Mann, die würden zwar alle in einen Humvee reinpassen, weil die aber offensiver unterwegs sind als die Sniper, setze ich die lieber in ein LAV. Weil ich jetzt noch Punkte übrig habe, könnte ich meine Humvees noch besser bewaffnen, etwa mit dem Granatwerfer, aber die Dinger sollen die Jungs eh nur an die Front fahren und dann wieder abhauen. Also investiere ich die Punkte lieber in 50 Cals für die Sniper. Die sollen eigentlich nur gucken und nicht kämpfen, aber irgendwo müssen die Punkte ja hin. Im Infanterie-Tab findet ihr dann die offensiveren Einheiten, etwa die Panzerabwehr- oder Flugabwehrraketen, jeweils mit passendem Fuhrpark. Um die alle mitzunehmen, reichen eure Punkte und Slots nicht aus. Ihr könnt euch das Armeemanagement aber auch sparen und vor dem Match einfach mit den Standardtruppen spielen. Dann stehen euch alle zur Verfügung, aber eben nicht mit Zusatzwaffen und Ausrüstung. Fußsoldaten sind erstmal ziemlich langsam und im Kampf gegen distanzstarke Einheiten wie Panzer sehr squishy. Granatwerfer sind ihr ärgster Feind. Aber Infanteristen können sich in Wäldern verstecken oder in Gebäuden verschanzen und greifen so aus dem Verborgenen an. Insbesondere in Hochhäusern haben sie eine gute Sicht und können so Feinde bekämpfen, die sich gar nicht wehren können. Infanteristen können wertbesetzte Häuser stürmen, dann entscheidet, wer die bessere Häuserkampfausrüstung hat, etwa Schrot finden und natürlich das Zahlenverhältnis. Der siegreiche Trupp darf wohnen bleiben und weiter rausgucken. Die Sniper sehen dabei am weitesten, halten aber auch am wenigsten aus, deshalb lasse ich die eigentlich nie aktiv kämpfen. Hier dürfen sie jetzt mal, weil der Gegner so weit weg ist, dass er nicht zurückschießen kann,
Und weil er mich eh nicht sieht. Also, ich sehe die ja selbst nicht. Irgendwo hier müssen die sein. Ah, da. Von solchen Situationen mal abgesehen, bietet es sich bei den Snipern an, ihnen Feuerverbot zu erteilen. Dann schießen sie nur als Verteidigung und spähen ansonsten nur. Besonders cool ist, dass die Ziele für den Gegner unsichtbar mit einem Laser markieren und so befreundeten Lenkwaffen das Treffen erleichtern können. Um zu checken, was eure Einheiten sehen und was nicht, könnt ihr auf der Einheit oder an jeder Position auf dem Schlachtfeld die Alt-Taste drücken. Dann wird euch markiert, was die Einheit sieht und was nicht. Panzer und andere Fernkampfsysteme sind darauf angewiesen, Ziele markiert zu bekommen, wenn sie ihre ganze Reichweite auch wirklich ausspielen wollen. Denn die schießen weiter, als sie gucken können. Deshalb solltet ihr immer Späher an der Front haben und feindliche Kundschafter schnellstmöglich zur Strecke bringen. Die klassischen Kampfpanzer, hier also der Abrams in verschiedenen Ausfertigungen und verschiedene Panzerabwehrplattformen findet ihr unterm Vehicle-Tab. Und ihr seht schon, die fetteste Panzerung dieses Abrams kostet fast so viel wie dieser Mini-Tank. Ihr habt letztlich also die Wahl zwischen wenigen hochwertigen Einheiten oder vielen Billo-Units. Denn grundsätzlich funktioniert das Nachschubsystem so. Truppen zu ordern kostet Punkte, die kontinuierlich auf euer Konto fließen, aber je mehr Einheiten ihr schon auf dem Schlachtfeld habt, desto langsamer bekommt ihr neue Punkte. Das sorgt also für ein Einheitenlimit. Sobald ihr eine Einheit verliert, regenerieren sich eure Punkte wieder schneller. Allerdings ist die Einheit, die gerade draufgegangen ist, für eine Zeit lang gesperrt. Dann müsst ihr entweder warten oder ihr investiert die Punkte in eine Alternativeinheit. Truppen, die ihren Auftrag erfüllt und keinen weiteren Nutzen mehr haben, wie etwa dieser Laster hier, könnt ihr mit der B-Taste zurück in die Basis schicken. Sobald sie heile am Spawn angekommen sind, das ist hier der Pfeil, erhaltet ihr deren Punktwert zurück. Aber auch diese Einheit ist dann erstmal gesperrt, die muss dann ja betankt und feucht durchgewischt werden, bevor sie wieder raus darf. Unter dem Support-Tab findet ihr erstmal verschiedene Arten von Artillerie. Die braucht natürlich noch viel mehr als die Panzer, Zielansagen von der Front, denn die schießt absurd weit. Für die verschiedenen Waffensysteme gibt es dann auch wieder unterschiedliche Munitionsarten mit Vor- und Nachteilen. Solche Raketenwerfer etwa legen ganze Straßenzüge in Schutt und Asche, verraten aber auch sofort ihren Standort, wenn sie loslegen und werden damit leichtes Ziel für Konterartillerie oder Luftangriffe. Konsequenterweise gibt es unter dem Supportreiter deshalb auch die Luftabwehr, zum einen die mobilen Plattformen, die ihr als Begleitung zu euren Panzern mitführen solltet, zum anderen radargestützte Gerätschaften wie die Patriot. Die deckt einen irrsinnig großen Luftraum ab und kann sogar gegnerische Marschflugkörper abschießen und damit Raketenartillerie kontern, muss dafür aber auch ihr Radar anschalten. Und ihr ahnt es schon, es gibt Waffensysteme, die gezielt Jagd auf Radar machen. Unter Support gibt's auch die Transportfahrzeuge. Sehen unspektakulär aus, sind aber mitunter kriegsentscheidend. Denn um eure Truppen zu heilen, zu reparieren oder aufzumunitionieren, müsst ihr Versorgungsmaterialien an die Front bringen. Die ladet ihr ab und dann kann jeder im Umkreis da neue Munition aufnehmen oder sich heilen bzw. reparieren. Obacht, Gegner können sich da auch bedienen, deshalb passt auf, wo ihr euer Essen abstellt. Und die Tonnage kostet Truppenpunkte. Je mehr Supplies ihr also rausfahrt, desto weniger Truppen könnt ihr nachordern. Nachschub, der an Gebäuden liegt, versorgt auch die Infanterie darin. Und die kann ja auch nicht so viel schweres Gerät wie Raketen tragen, deshalb vergesst nicht, die immer wieder zu füttern. Bei den Helis gibt es verschiedene Kampf-, Transport- und Combo-Helos, die sowohl ballern als auch liefern können. Denn auch wenn sie nicht unterm Infanteriereiter als Transportmittel aufgelistet werden, könnt ihr mit diesen Maschinen Truppen und Nachschub befördern, was natürlich viel schneller geht als mit Bodenfahrzeugen. Und das ist dann tatsächlich auch der Hauptvorteil der Infanterie. Die Maps sind echt groß, bis ihr da mal einen Panzer an der Front habt, kann es wirklich Minuten dauern. Deutlich schneller geht's also mit dem Lufttaxi. Oder gleich mit der Luftwaffe. Denn hier gibt's fette Transportflugzeuge, die zwar auch Waffensysteme führen können, aber eben auch Platz für ganze Kompanien haben. In diese russische IL-76MD passen 125 Leute rein. Damit könnt ihr also große Luftlandeoperationen durchführen, solange ihr für Lufthoheit gesorgt habt, sonst gehen mit dem Flieger gleich halt auch alle Infanteristen in Rauch auf. Für die Air Superiority gibt es deshalb auch verschiedene Kampfjets, je nach Bewaffnung und Vorliebe eher für Dogfights oder für Bombenangriffe ausgelegt. Für letztere müsst ihr eurem Flieger die Art des Angriffs auswählen und dann im Falle eines Bombingruns mit Drag and Drop das Ziel markieren. Der Pilot sucht sich dann, abhängig von seiner aktuellen Position, selbst den Anflug. Da bleibt dann also nur bangen und hoffen. Anders als in World in Conflict steuert ihr solche Attacken also immer über die verschiedenen Einheiten, also mit Truppen-Mikromanagement.
In World in Conflict waren das ja so eine Art Superfähigkeiten, die ihr vom Spielfeldrand aus einsetzen konntet. In Broken Arrow müssen das eure Truppen selbst hinkriegen. Im Trailer sieht man zwar diese mächtige Explosion, aber das ist entweder eine Szene aus der Kampagne oder Übungsmission, oder aber ihr könnt halt wirklich einen Bomber mit sowas ausrüsten, dann halt für sehr hohe Punktekosten. Denn Erfahrungspunkte und damit zusammenhängende Bonusfähigkeiten kriegen eure Truppen nicht. Die werden also nicht besser, je mehr Kills sie machen. Ihr solltet sie aber natürlich trotzdem am Leben halten, weil der Weg zur Front lang ist und Nachschub Zeit und Punkte kostet. In Broken Arrow müsst ihr eure Einheiten relativ viel mikromanagen, insbesondere das Ausnutzen oder Vermeiden von Sichtlinien spielt eine große Rolle. Wenn ihr also mit euren Panzern in einen Hinterhalt fahrt, ist es wichtig, die im richtigen Moment einzunebeln, damit Suchraketen ihren Lock verlieren und dann entweder im Rückwärtsgang zurück in die Deckung oder je nach Kräfteverhältnis vorpushen. Und bei Helis etwa könnt ihr Tiefflug anordnen, um euch zu verstecken, seid dann aber langsamer unterwegs und seht selbst nicht mehr so viel. Ich habe bislang fast nur die US-Truppen gespielt, traue mir also noch keine Aussage zum Balancing des Spiels zu, aber hey, ist ja auch eh noch eine Beta. Gefühlt sind die Russen irgendwie stärker, deren Helis, wie hier der Hind, halten gefühlt mehr aus. Und auch die Infanterie wirkt allroundiger, weil die zum Beispiel Truppen mit Panzerabwehr und MGs haben oder diese Granatwerfertrupps, die gegen Inf halt sehr stark sind. Aber ach, wenn man verliert, war es ja immer das Balancing und ich habe jetzt auch schon oft genug gewonnen. Apropos, gewinnen tut ihr, indem ihr alle Flaggen der Map gleichzeitig haltet. Das ist meiner Erfahrung nach aber recht selten. Alternativ ist der Sieg euer, wenn ihr nach Ablauf der Rundenzeit, in der Beta sind das 45 Minuten, mehr Flaggen haltet als der Gegner. Andernfalls gibt es ein Unentschieden. Und das ist natürlich nervig, wenn man sich da 45 Minuten kloppt und am Ende ist es ein Draw. Da sollten die Entwickler bis zum Release nochmal dran schrauben. Etwa, dass es da so ein klassisches Ticketsystem gibt, bei dem vielleicht auch Kills und Verluste Auswirkungen aufs Matchergebnis haben. So, apropos Match, ich zeig euch mal eins. In der Beta spielt man 5 gegen 5, normalerweise USA gegen Russen, geht aber auch USA gegen USA oder Russen gegen Russen. Ich bin jetzt hier alleine mit 4 Randoms. Das Match geht nach der Map-Auswahl damit los, dass sich die Teams hier in der Übersicht einen Schlachtplan zeichnen können, aber meistens malt halt irgendwer einen Pimmel. Als Gegengewicht male ich lieber Herzchen. Okay, genug Herzchen gemalt. Jetzt werden Ärsche getreten. Ja gut, weiß man nicht. Kannst ja mal probieren. Also ich schicke mal einen Trupp darunter. Dann hätte ich gerne... Och, warum nicht auch nochmal 2 da? Ach so, weil ich dann so wenig kämpfendes Volk habe. Mal 3 von denen noch. Und dann habe ich noch einmal Luftabwehr. Ja, jetzt muss ich noch hoffen. Ah ja, nee, muss ich nicht hoffen, weil die Kollegen ja wirklich ganz viele Jets schon vorschicken. Das ist geil. Hier kommt auch noch eine Luftlandeoperation offensichtlich. Ich schätze, der schmeißt dann da seine Infanteristen ab. Ich mache das hier mit dem Heli. Könnte klappen. Kann natürlich auch richtig krass in die Hose gehen. Also schauen wir mal. Da kommt mein LAV. Luftabwehr. Da kommen die alle. Deshalb lasse ich die erstmal tiefer fliegen. Hier ist ja über Meer, geht das ja noch. Okay, 4 gegen 5. Ne, 6. Weiter! Ich Pause machen! Okay, will ich mal nichts gesagt haben. Ey, ein Glück ist der tief geflogen. Habt ihr es gesehen? Da ist eine Rakete in das Schiff eingeschlagen, die eigentlich für den Heli bestimmt war. Bleibt mal tief. Okay, und ich hoffe, das hat funktioniert. Setze ich die ersten ab. Ach, die zweiten setze ich direkt mal hier ab. Und ihr... Ich lade ich da ab. Oh shit. Der hat auch schon was abbekommen, aber war nicht schlimm. Ja, den... Upsi. Die Rifle, die setze ich da vorne ab und dann kann ich mal direkt spaßeshalber gucken,
Was? Ach, die hängen da so blöd an so einem Baum rum, an so einem Haus rum. Weil dann fliegt halt hoch. So, und die sind da. Die steigen jetzt auch aus. Super gut. Machen wir im überschlagenen Einsatz da rein. Könnte ich die nach Hause schicken? Erstmal dieses Auto kaputt schießen. Hui! Okay. Dann ist Luftabwehr. Da wollen wir nicht hin. Ey, okay, das ist. Das ist schade gewesen. Ja, komm. Da stürmen wir jetzt direkt rein. Boy, da könnten wir sogar. Was soll diesen noch hier? Wenn das klappt, hätten wir sogar die Runde gewonnen. Das wäre ziemlich wild. Bevor ich den nach Hause. Ah doch, den schicke ich nach Hause. Denn jetzt kann ich auch mal Panzer holen. Oh nein! Oh, was ist das für ein Kackgefährt? Das macht einfach alle kaputt. Jetzt habe ich hier zu wenig, was Infanterie killen kann, fürchte ich. Die sind ja alle hinten. Ja gut, aber kann der bitte mal sterben? Ah, die räumen mir jetzt wirklich mit diesen paar popligen Infanteristen die Bude leer. Ja gut, dafür nehme ich dann das hier hinten ein. Ist auch nicht verkehrt. So, nee, die Panzer. Ach, die kommt von da hinten. Ah, geil. Aber der setzt hier auch. Da könnte er da drin bleiben. Der sitzt jetzt hier. Inf ab. Warum nehmen die das Ding nicht fertig ein? Achso, machen sie. Gut. Könnt ihr den nicht gerade noch killen? Zwei von denen habt ihr da noch. Ja, die haben jetzt alle da rausgekillt. Forgotten One ist disconnected. Ah. Okay, das war so ein guter Start. Ja, geil, jetzt kommen die ja hier alle rein. Oh, das ist sehr gut. Schöne Luftlande-Aktion. Dass die da nichts sehen, finde ich sehr ärgerlich. Ich weiß nicht, warum die da nicht sehen. Wenn man so. Naja, okay. Sehen sie wirklich nicht. Wie sieht es denn hier aus? Da sehen sie auch nichts. Also da rein. Da steht irgendwie Luftabwehr. Nee. Ah. Ari steht da. Oh, wir haben gewonnen! Ach, krass. Weil der das Ding jetzt wieder eingenommen hat. Uff. Das ist mir noch nie passiert. Also nie so schnell. Ich dachte, es geht jetzt hier nur eine halbe Stunde. Aber gut, dann kriegt er halt noch ein Match. Denn jetzt habt ihr noch gar keine Panzer und sowas gesehen. Diesmal bin ich mit Gordon und Higge in einem Team und da kann man sich natürlich viel besser absprechen, wer was wo macht, gerade zu Beginn des Matches. Und auf dieser Map gibt es jetzt auch viel mehr Flaggenpunkte, deshalb ist da jetzt auch mehr Bewegung drin. Ich schicke auch ein bisschen Flieger. Flieger mit, Fliegerstaffel hinterher. Und hier sind Gookie-Panzer. Die ist voll weit hinten. Ich habe irgendwie gar nicht darauf geachtet, wo wir spawnen. Es war nicht so das Geschickteste.
Seid ihr beide links dabei? Ja, ne? Ja, ich bin, warte mal, hier. Ja, da lande ich jetzt auch. Ja, was ist davon? Okay. Ich lande hier. Oh, okay. Es sind so viele Flugzeuge hier. Ja, und da kommen Gegner schon. Aber ich glaube, ich komme durch. Wir müssen den Osprey kaputt schießen. Ich glaube, ich komme durch. Jo. Ja, ich bin vor denen auf jeden Fall schon da. Und wenn der... Achso, die setzen da hinten ab. Geil, ist kaputt. Super. Nice. Ja, sweet. Oh, der Jet jettet sogar noch. Da kommt jetzt hier so ein Harvest Hawk gefahren. Ah, scheiße, der Heli wollte gerade schießen. Hier oben kommen mehrere Marines an. Ah ja, ja, ich sehe es. Okay, ein paar kommen schon mal nicht an. Gut, dass ich hier die Siri schicke. Nice. Oi, 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 die Hop. Die Supercobras. Die sind super. Okay, das hat richtig weh getan. Ja. Gut, das soll auch weh tun. Aber hinten kommt ein Patriot. Ja, shit. Ich geh ihn, mach direkt platt, bevor er sich auf und die kommt unter ihr. Jetzt kommt von denen auch noch ein Heli. Ah, den hast du wie hast du den denn so schnell noch gekillt? Weil ich es kann. Aha, gut gemacht. Lob. Ich kann auch mal was, okay. Aber wir haben komischerweise nur zwei Flaggen und die haben vier. Das verstehe ich nicht ganz. Ja, ich. Achso, die haben wir sammeln gerade die letzten beiden ein. Ja. Geil. Ja, ja. Sind gerade schon dabei, genau. Jetzt ist die Frage, was machen wir mit dieser Flagge ganz rechts? Ignorieren wir die? Ich würde mal. Meinst du die an der Brücke hier? Also ja, ich schicke da mal zwei Tow-Teams hin, um das zumindest zu verteidigen. Ja, da sind schon meine Infanteristen unterwegs. Die brauchen natürlich wahrscheinlich ewig, damit ich da holen kann. Ich schicke hier mal ein paar bisschen Luftabwehr, so. Oh. Ich glaube, meine Helis sind tot. Wow. Aber die F-18 ist auch gleich weg. Gut. Ja. Oh, nee, knapp daneben. Kriege ich das Ding wohl kaputt? Nee. Nein. Da kommt wieder so ein Harrier durch. Ja, nee, also kommt nicht durch, aber hat's versucht. Was geht's mit, meinst du? Ja, geht jetzt in den Wald. Ja, so, hier habe ich ein paar Aris. Gut, rufe ich. Ich rufe Archie. Ja, hier beschießt mich irgendwas. Das heißt, da sind, glaube ich, Leute drin. Ach, da ist auch kaputt. Schade. Wird nicht mehr. Oh, ihr seid aber. Relativ weit vorgepusht, ne? Ja. Okay. Muss ja. Eben. Die setze ich mal hier ab. Es wird wohl auch mal Zeit für Panzer. Ich zwei so kleine Scheißer. Der hangelt sich da irgendwie so von Haus zu Haus.
da kommt ein Flugzeug. Mhm. Ja, shit. Na, ich hab Gas, ich guck, dass ich hier da oben ist. Sind solche Assis? Meine gepanzerten Transporter kommen. Solche Assis. Wo sind diese, die kleinen Panzerchen? Wollten doch auch mal da lang kommen. Ja, ich glaube, dann würde ich mir dieses diese Brücke da mal genehmigen wollen. Ja, ich bin schon auf dem Weg. Panzerfahrzeug. Ah, geil. Helfen. Ja, sehr geil. Da sind dann, glaube ich, auch noch Sniper da hinten im Gebäude, in dem Wald. Ja, nimm mal lang. Jetzt sind die da drin. Was? Die sind da mit meinem Tow-Team drin. Weiß raus. Ja, geht nicht. Die sind dafür, die können das besser. Ja, schade. Unerhört. Die sind ja immer noch drin, ne? Ja. Fahr nicht weg. Bist du weggefahren? Fahr nicht weg. Ja, ich komm hier. Mit dicken Helikopter komm ich. Ah ja, okay. Okay. Jetzt sind sie tot. Oh, LRB von der anderen Seite. Oh, nicht gut. Geh runter, geh runter. Kriegst du die raus? Ah, nein! Shit. Das tat weh. Ja. Da waren zwei Infanterietrupps. Ah. Binner. Hab's gesehen. Achso, nee. Schieß mal weiter. Ja, lustig. Ja, voll gut. Hätte die noch gekillt oder standen die jetzt alle? Da stirbt er jetzt. Dunk, 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 dunk. Alter, das Ding schießt ja wirklich eine Riesenrakete ab. Na, Nebeln! Ja, aber... da ist irgendwas drin. Ja, ja. Kann nichts machen. Nee, aber meiner. Geil. Die sind ja geil. Ach, das sind die kleinen... Ja, mit dem habe ich hier hinten auch gerade rumgemacht. Und den sehr gut. Ja. Gut. Ich pushe jetzt. Ach, der hat auch so kleine. Würde jetzt gerne da hinten drauf pushen. Ich habe hier so einen LRV stehen. Ja gut, ich kann den heilen gehen. Ey, bei mir ist sich. Ey. Alles umgestellt, das ist ja gar nicht das, was ich hatte, verdammt. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nicht gut. Nicht so gut, nicht so gut. Ne, war schon. Das war schon alles besser. Ja. Also, wenn du HIMARS hast. Ja, ich bin neu. Meinte Gordon, der will doch auch. Nee, gerade noch nicht. Oh, die haben die jetzt hier die rausgekillt. Nicht gut. Ja gut, aber. Versorgung kommt. Können die so weit schießen? Nee. Hatte ich hier nicht mal einen Heli angefordert? Ach, der ist wohl abgeschossen worden, Schild. Versorgung kommt. Ich kann sonst auch mit Helis rüberkommen? Nee, gerade nicht. Okay. Nee, bleib du mal da. Jojo, nee. Da kommt jetzt halt leider gleich wieder Ari. Schätze ich. Psst, lustig.
Aber sieht doch gut aus hier. Die sind kaputt. Schieß sie alle kaputt. Oh, jetzt hängt er hier wieder im Wasser fest. Schieß doch mal auf die jetzt. Boah, dieser, also dieser Aufklärungs-Bradley. Ui. Der macht mir Spaß. Welcher ist das? Den gibt's bei Recon. Der, die Cavalry Scouts kommen. Mhm. M7A4? Ah, okay. Ist hier mal total overpowered. Oh. Oh, da passieren Dinge. Süß. Ich schieß da mal mit Ari präventiv hin. Könnte Friendly Fire werden. Oh, geil! Oh, die Ranger Auto schießt. Ach, warum ist der denn hier weggefahren? Der war doch so schön da hinten. Schieß mal. Ganzen Bums kaputt, bitte. Ach, sehe ich gerade, du hast da unten ja Supplies. Die können aber nicht. Die können leider nicht fahren, meine Hubschrauber. Die sind leider. Meine kleinen Dusselpanzer, die sind komplett kaputt. Wo ist welche denn? Ja, an der Brücke. Ach, da. Ja, ich guck, dass ich hier was nachhol. Ich nehme die Brücke ein. Ja. Jetzt verlieren wir da das in der Mitte, aber. Nee, ich guck, dass ich da schon noch rück. Shit. Ari schießt jetzt auf mich. Seh's. Ja, ich push durch. Ja, ich wollte sagen, ich schieß zurück. Machst du schon. Ja, ja, wird. Ja. Deine Bradleys schießen ja auch nochmal mit. Die sind voll gut, ey. Diese M7A4. War alles kaputt. Ja, eigentlich alles, aber gib Gas. Ich lasse hier kurz zurückfahren, nur um auch zu munitionieren. Das ist der einzige Nachteil. Ich versuche mal hier gerade hinten die Panzer zu killen. Ja, lass deine kaputten hinten stehen. Ich kann nicht mehr fahren. Ich kann gar nicht mehr fahren. Wie gesagt, Supplies kommt. Okay. Komm, da oben ist doch jetzt die Ari, ist doch nicht schwer zu finden. Oh, mein Bradley ist weg. Nee, ich kann nicht mehr, der überlebt einfach alles. Der Typ überlebt alles. Ich fahr jetzt mit dem da rein. Die ist OP. Ey, der muss doch jetzt hier mal abgehauen sein. Okay, jetzt stoppt er dann doch. Da hat er seinen HIMARS direkt da drin stehen. Geil, mit Supplies für mich. Nice, ich komme in Nähe. Ja gut, er hat jetzt auch Luftabwehr, da kann ich gar nichts machen. Der hat einen Harrier. Ja, den schließe ich auch mit. Ich habe den Hintergrund ein. Anti-Air. Upp, er ist da drüber. Upp. Süß, die kleinen Scheiße. Ja. Ja, sogar mal einen Heli abgeschossen. Ja. Ach, wie gut, ey. Und der steht jetzt hier einfach und lässt sich schön wieder gesund machen. Weil ich stehe halt genau vor der. Oh nein. Das ist der Harrier, der mich hier beschießt. Alter.
Danke für die Reparatur. Ja, immer wieder gern. An sowas soll es echt nicht scheitern. Alter, ich stehe jetzt hier vor seinem Spawn, das glaube ich. Ein bisschen schmutzig. Ach, egal. Wir sind im Krieg. Ach, dann kann ich die ja auch mal da reparieren. Hallo, macht ihr euch mal bitte hier wieder schön. Warum reparieren die sich denn nicht? Komische. Faules Pack. So, irgendwo hier hinten steht Ari von ihm, glaube ich. Mhm. Oh, ich habe ja so viele, ich kann ja so viele Truppen, so viele Panzer bauen. Jetzt muss ich nochmal versuchen, ob ich hier nicht beim Heli Supplies zu ihm bringen kann, damit dieses LRV auch mal wieder fährt. Du stehst ja jetzt wirklich mitten in seinem Spawn, ne? Ja. Kackendreist, einfach kackendreist. Das darfst du nicht machen. Ich mach doch ein Video, was sollen die Leute von dir denken? Töten, töten! Spiel nicht gegen mich! Aber das ist auch, also insofern ist das dann auch broken, denn der kann ja jetzt nichts machen da oben. Nö, siehst ja, die kommen und sterben. Der kann jetzt eigentlich nur noch mit R kommen. Ja. Okay, wir haben es kaputt gemacht, aber gewonnen. Okay. Ja, darum geht's. Gordon, bei dir auch alles schön? Oh ja. Da hinten gibt es halt noch einen anderen Spawn. So, jetzt wird der auch mal wieder repariert. Ah ja, jetzt kommt er aber mit ein paar Panzern da auch raus. Ja. Es gibt doch Gas. Ich will meine armen kleinen billigen Panzer zurückziehen, ey, ohne Worte. Ja, ich gebe nur einen mit und dann fahre ich aber auch wieder woanders hin. Geil, ey, meine ersten Luftlandetruppen, die leben immer noch. Nice. So, Gordon, dann komm ich mal zu dir rüber und dann nehmen wir noch den letzten Punkt ein. Ach, das, ja, ich fahre da drauf. Ach, sehr, so schon. Ja, krass. Ne, das ist der Kollege. Ich fahre da gerade mit meinen Panzern drauf zu. Ja, einfach mal gewonnen. Pauz, warum auch nicht? Hey, nein, wieder. Das war aber auch schwere Arbeit. Das hat ganz gut funktioniert. Mhm. Ja, wir beide. Guck unsere KDA an. Ja, ihr habt richtig gekämpft. Ich hab nur verteidigt hier. Wobei das Spawn-Gekille, das war schon schmutzig. Aber wenn es geht, dann müssen die Entwickler da auch noch was dran machen. Spawn-Schutz in irgendeiner Form. Was ihr jetzt machen müsst, ist euch ein Abo zu schnappen, denn von Broken Arrow mache ich bestimmt noch eine Folge. Danke für euren Support. Ihr seid die Besten. Ich bin der Fabian. Bis zum nächsten Mal. Ciao.